Stuttgarts Derby in der Spechtwickhalle. Der TSV Walmdorf trifft auf den Stuttgarter Futsalclub. Es ist das Sechstduell seiner Art und das beginnt jetzt. Der TSV Walmdorf von Anfang an dominant hier. Ein erster Versuch von Amar Džindić. Und dann ist es in der dritten Spielminute das 1:0 von Josip Čačić. Das erste Tor für den TSV Walmdorf. Josip Čačić von 10 Metern knallt ihn oben in den Winkel. Weiter geht's. 3 Minuten sind gespielt und Tor Nummer 2. Amar Džindić mit dem Treffer. Mergim Dervişay mit der Vorlage. Und dann verwandelt Amar Džindić. Der TSV Walmdorf macht munter weiter. 7. Spielminute. Ante Lubic mit dem Ballgewinn und Tor. Das 3:0. Ante Lubic trifft an diesem Abend zum ersten Mal. Spielt hier den Ball schön um Torhüter Stefano Federico und trifft. Dann die Möglichkeit für den Stuttgarter Futsalclub auszugleichen. Handspiel durch Amar Džindić. Für ihn gibt es auch die gelbe Karte und dann 6 Meter. Und den hält Miodrag Aksentjević. Keine Chance für den Stuttgarter Futsalclub bis jetzt. Dafür macht der TSV Walmdorf weiter. Josip Čačić verwandelt hier das 4:0. Der Stuttgarter Futsalclub schaut bisher chancenlos zu. Weiter geht's. Ballgewinn durch Memmer Sözer. Der legt ab auf Kennedy Alves Ribeiro, aber der trifft nicht. Der nächste Ballgewinn. Mergim Dervişay, Ribeiro und Tor für den TSV Walmdorf. Der zweite Treffer von Ante Lubic an diesem Abend. Der neue Spielstand nach 10 gespielten Minuten 5:0 für den TSV Walmdorf. Es scheint eine klare Sache zu sein. Und Mergim Dervişay knallt das Ding rein. 6:0 nach 10 Minuten. Für den Stuttgarter Futsalclub werden es heute keine Punkte mehr. Das ist spätestens nach diesem Treffer von Mergim Dervişay klar. Mittig platziert. Und dann geht's schon weiter. Kennedy Alves Ribeiro mit dem nächsten Treffer. 7:0 der Spielstand. Und der Stuttgarter Futsalclub macht es hier dem Gastgeber viel zu einfach. Čačić, Ribeiro, Čačić, Ribeiro, Dervişay, Ribeiro, nein! Nächste Situation. Memmer Sözer trifft. 8:0. In der 16. Spielminute. Der einfache Pass von Mergim Dervişay auf Memmer Sözer. Und dann landet der Ball auch schon im Netz. Den letzten Treffer vor der Halbzeitpause verwandelt dann Djokica Joe Arsovski. Bekommt hier den Ball von Mergim Dervişay. Erster Schussversuch, zweiter Versuch und dann klappt's. 9:0 der Spielstand. Und damit geht's erstmal in die Halbzeitpause. Und das hat sich der Stuttgarter Futsalclub anders vorgestellt. Ein Derby schreibt ja immer ganz besondere Geschichten, doch an diesem Abend scheint es doch ein ganz klares Ergebnis zu sein. Der Stuttgarter Futsalclub aktuell auf Platz 9 in der Tabelle, der TSV Walmdorf auf Platz 1 und das zeigt sich auch in der Halle. Ante Lubic trifft! Tor durch Ante Lubic, sein dritter Treffer am Abend.
10:0 der neue Spielstand. Der TSV Weilimdorf jetzt mit Flying Goalkeeper Josip Čačić. Und dann ist es Mergim Dervişay, der zum 11:0 trifft. Josip Čačić immer noch im Flying Goalkeeper-Dress. Trifft! Tor für den TSV Weilimdorf. Der Highlight-Bericht wird heute mehr zur Torshow als zu einem Highlight-Bericht. Denn viele Aktionen auf Seiten des Stuttgarter Futsalclubs gibt es nicht. Und der TSV Weilimdorf nutzt jede Chance. So wie hier Mergim Dervişay 13:0. Weiter geht es. Ante Lubitsch mit dem Einkick. Lukas Feiste! Auch Lukas Feiste trifft in diesem Spiel. Schön platziert in das untere rechte Eck. Und dann geht's schon weiter. Djokicja Juasowski! Und Lubitsch verhilft den Ball dann noch über die Linie. Tor für den TSV Weilimdorf. Und es geht munter weiter. Kennedy Alves Ribeiro. Es steht 16:0. Und hier kommt Tor Nummer 17. Und das ist ein ganz besonderes Tor, denn es ist das 100. Tor des TSV Weilimdorf in dieser Saison. Lukas Feiste mit dem Pass auf Armer Cindic und der verwandelt 100 Tore in 17 Spielen. Die letzten Sekunden lassen die Spieler auf dem Feld dann so runterlaufen. Begleitet mit dem Countdown der Zuschauer, denn das ist glasklar. Der TSV Weilimdorf gewinnt im Stuttgart-Derby gegen den Stuttgarter Futsalclub mit 17:0. Nächste Woche geht's weiter. Das letzte Vorrundenspiel für den TSV Weilimdorf gegen den FC St. Pauli. Dann ohne Armer Cindic, Mergim Dervişay und Ante Lubitsch. Alle drei sind wegen der fünften gelben Karte gesperrt.